Out of control. Take One. Wer ist die Folge? Take One, die Casting Show von Bochenes. Casting Show, Part 1. Oder auch nicht, oder? Ready, geht. Hey, Peter. Hey, was? Nein, warte. Nochmal. Hey, Wuss. Ich wollte, das ist nicht so mein Language, da muss ein Jo noch hinzu. Yo, hey, Peter. Hey, Wuss. Ich dachte, wir wurden abgesetzt. Ah. Warte, warst du oder solltest du nicht? Hey, Wuss. Hey, Wuss. Hey, Wuss. 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 Ab hier. Yo, hey, Peter. Samus. Okay, Leute, ich hab ganz neu gemacht. Ach so? Yo, hey, Peter. Hey, Wuss. Ich dachte, wir wurden abgesetzt. Ja, also eigentlich... Ja, so, ja. Ich dachte, wir wurden abgesetzt. Ja... Ja, ich meine, wenn man theoretisch, also unter Beachtung der multiplen Persönlichkeitstheorie vielleicht, nein, das war... Vielleicht, du weißt doch, wir Singularitäten, ja, und die Big Bounce-Theorie über das Universum. Wenn man sich dann unter der Einsamen der Quantendynamik, dann könnte es daraus... aber das macht keinen Sinn, unser Producer war kein Physiker, er hat den Gott... Der Baum ist... Morty, ich meine, ich weiß auch nicht. Nebenbei kam... Das lassen wir drin. Er kriegt so mittendrin so geschwollenes Gesicht. Yes. Un bocadillo de jamón y queso. Also. Oh, geez, Rick. Hey Peter, weißt du was? Ja, zum Beispiel, dass wir nicht aufgesetzt. Fuck. Hey Peter, was. Was soll schon schief gehen? Die Megastars Jaco Bell und Peter Melges Apfel. Megas? Ich dachte, dein zweiter Name wäre der. Und wo findet die statt? Pff, steht da nicht, Google. Oh. Ey, Voice Acting. Wie sind wir hergekommen? Warte. Wie sind wir hergekommen? Take 32. Hey Peter, weißt du was? Ja, dass wir abgesetzt wurden zum Beispiel. Socken. Ich nicht. Junge, dieser Scheiß. Psych! Psych, that's the wrong number. Der nächste Teilnehmer ist. Das werden Sie nach der Werbung sehen. Ich auch, man hört's. Ich versuch's mal. Wo steht mein Text? Warte, ich pass ein bisschen an. Krawski, Newski. Also, Herr Rocky, was haben Sie für uns vorbereitet? Mein Schwanz. Ah, ein bisschen Mysteriosität. Gefällt mir. I'm ready. I'm ready. Oh, Junge, bin ich hungrig? Du bist hungrig? Hab ich doch gerade gesagt. Na dann, du Besserwisser, was könnten wir... Das war scheiße gesagt. Geh zu Joteco. Wir gehen entweder zu Dennis Pizza Shop oder besorgen uns erstmal eine freie Pizza von der Ameisigkeit. Eins! Eins! You had eins, Drop Jimmy. Oh, Junge, bin ich hungrig. Du bist hungrig? Hab ich doch gesagt. Na dann, du Besserwisser. Was könnten wir gegen deinen Hunger tun? So. Dieses Quietschen hat alles zerstört, Lukas. Because psych, you're dead. Oh, Junge, bin ich hungrig. Was hab ich da gehört? Hier ist einer hungrig? Hab ich doch gesagt. Na dann, du Besserwisser. Was können wir dagegen tun? Fuck. Oh, so viele Kandidaten heute. Ey, wann ist die Show endlich vorbei? Jetzt. Ist er zu Uhr? War schon spaßig. Ich hoffe, meine Wangen sahen im TV nicht so blass aus. Keine Sorge, sie waren noch schick. Soll ich lieber sagen im Fernsehen? Ich meine, wer sagt... Hä, wieso das? Hat unsere Teilnahme hier nicht uns ein bisschen wieder, du weißt schon, beliebt gemacht? Lol. Nein! This German. Hey, du bist ja dieser Apfel. Überall im Internet geht dieses Bild von dir rum. Hast du es noch nicht gesehen? Der Apfel, früher bekannt als Peter. Formerly known. Hey, ich glaub's nicht. Da ist Peter der Apfel. Überall im Internet geht dieses Bild von dir rum. Das bist doch du, oder? Ich will ein... Sorry, ich bin so nervös.
Fotze. Hey, da ist dieser Apfel mit dem fetten Pickel am Arsch. Der ist im Real Life sogar größer als auf dem Foto. Okay, jetzt haben wir Text. I'm done. Ich auch. Ja, jetzt chill mal, ich muss erstmal durchlesen. Oh, warte. Was? Es gibt eins Bild von mir und meinem Pickel am Arsch? Ich glaub, es war's. Hä? Oh. Warte, was? Es gibt ein Bild von mir mit meinem Pickel am Arsch? Holy shit. Ja, hast du auch.